Ja, herzlich willkommen hier auf unserem aromantischen Winterprotest neben Schloss Thurn und Taxis. Es ist mir eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich werde jetzt kurz einmal die Auflagen von Pegida Peter, dem Ordnungsamt, vorlesen. Die Versammlungsfläche ist dieser Bereich hier. Dort vorne ist eine Durchfahrt für PassantInnen zu lassen. Die Versammlungsfläche endet hier hinten, hinter dem Auto. Die Stände, die hier aufgebaut sind, sind unbedingt zu fixieren gegen Wegfliegen und gegen Wind. Es muss außerdem für Rettungsfahrzeuge immer ein Durchgang gelassen werden. Die zeitgleiche Verwendung einer Kopfbedeckung in Kombination mit einer Sonnenbrille und einer Mund-Nasen-Bedeckung wird untersagt. Die Verwendung von offenem Feuer wird untersagt. Fahnenstangen, Transparenzstangen oder sonstige Stangen, maximal 2 Meter und nicht aus Bambus. Ich glaube, ihr kennt es alle. Vor allem müssen sie aus Holz sein. Keine Tiere, nur Blindenhunde sind erlaubt. Zubereitung und der Ausschank alkoholischer Getränke sind untersagt. Es soll ja hier anscheinend Kinderpunsch geben. Ich lese es nochmal genau vor, nur wegen dem Wortlaut. Zubereitung und Ausschank sind untersagt. Ebenso dürfen während der Versammlung keine Glasflaschen oder gefüllte Dosen mitgeführt werden. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, unser Winterprotest, Kundgebung für Vergesellschaftung des Kulturerbes Schloss St. Emmeram und bezahlbaren Wohnraum gegen private Luxusweihnachtsmärkte mit zu teurem Glühwein und gegen rechtspopulistische Propaganda und Klimaleugnung. Weihnachtsmärkte für alle ist hiermit eröffnet. Ruhe da unten auf den billigen Plätzen. Genau, wir haben hier heute einige Bündnisgruppen für unseren Protest, die ich auch noch kurz nennen möchte. Wir haben da vorne einen Stand der AFA von der antifaschistischen Aktion Regensburg. Die anarchistische Gruppe Regensburg wird später eine Rede halten. Der Aufbruch hat dort drüben ein Pavillon. BürgerInnenasyl hat dort einen Pavillon. Später kommt auch noch die Gruppe Eben Widerspruch mit einer Kunstaktion. Fridays for Future Regensburg hat hier zur Linken einen Pavillon. Dort drüben ist ein Pavillon, den teilen sich die Küfer Regensburg und die Sozialrevolutionäre Aktion. Dort vorne ist ein Pavillon von CI. Dort ist ein Pavillon von der Seebrücke. Und hier hinten haben wir noch ein Pavillon von der Straßenbande und einen Pavillon von queere Kunst, oder? Cool, schön. Außerdem ist auch das Ü-Theater heute da. Die werden ein paar Videosketche, in denen möglicherweise auch ihre Durchlaucht vorkommt, zeigen. Dann machen wir jetzt zur Überbrückung ein bisschen Musik. Und hören danach eine sehr gute Rede von Fridays for Future. Die Rede wird vorgetragen von John und es geht um Wohnraumverwendung im Schloss. Vielen Dank. Eine Rede! Ja, hallo liebe Genossis, liebe Mitstreitende, vor allem lieber Herr Hell von der Mittelbayerischen, Herr Philipp Hell. Natürlich auch euer Durchlaucht. Schön, dass ihr alle hier sind. Wir stehen ja heute hier leider nicht am Emmeramtsplatz, sondern am Schlosspark. Unter anderem um nicht gegen, sondern für die Vergesellschaftung des Schlosses St. Emmeram samt Schlosspark zu protestieren. Warum eigentlich? Warum stört es uns eigentlich so, dass die Familie Thurn und Taxis ihr schönes Privatschloss mit Privatpark hat, welches sie alles für einen netten Obolus an Pegida, Peter Kittel vermieten können. Was viele nicht wissen, das Schloss St. Emmeram ist das Ergebnis von Enteignung und Verstaatlichung eines Klosters durch den damaligen Diktator, König von Bayern. Das hat der Thurn und Taxis-Clan wegen ihrer guten Beziehung und ihrer Machtposition in den damaligen Clanstrukturen bekommen, genauso wie die großen Mengen Wald, die heute den Thurn und Taxis-Clan zum größten Privatbesitzer in Deutschland machen. Privatwaldbesitzer. Gut gelaufen für Sie. Glückwunsch.
Nur besteht jetzt ein klitzekleines Problem. Das hübsche Schloss mit knapp 500 Räumen ist damit das größte bewohnte Schloss Europas. Alles in perfekter Lage, fußläufig zu den Öffis und der wunderschönen Altstadt. Das dachte sich auch der Turn- und Taxistladen. Warum also nicht ein Luxushotel daraus machen? Ist doch super, wenn das Riesenschloss wieder genutzt wird. Zwar ist daraus nichts geworden, aber das bringt uns doch zum Kern der ganzen Geschichte. Warum wollten Turn und Taxis das Schloss zum Luxushotel machen? Warum ist der Glühwein beim Turn und Taxis Weihnachtsmarkt eigentlich so verdammt teuer? Die typischen Antworten darauf sind entweder, die sind einfach alle gierig. Oder die müssen halt auch ihr Geld verdienen. Und das erste stimmt vielleicht, aber das individualisiert das Problem. Und das zweite stimmt, aber da drängt sich doch die Anschlussfrage drauf. Warum müssen die denn überhaupt Geld verdienen? Ohne jetzt Pegida, Peter und Grusel, Gloria in Schutz zu nehmen. Aber es stimmt ja leider, sie können ihre Bedürfnisse und ihre materiellen Wünsche ja nur erfüllen, wenn sie das Geld dafür haben. Und ich kann den Wunsch, mit einem schönen Kleid in einem Schloss zu sitzen, ja auch wirklich nachvollziehen. Werde nicht. Also, für fast jedes Bedürfnis, was man so erfüllen möchte, da braucht man Geld. Für Essen, für Wohnungen, für Kleidung, für die grundlegendsten Sachen. Die allermeisten Menschen haben schon Probleme, das Geld für diese Bedürfnisse zusammenzukratzen. Bei manchen geht es dann weiter. Die warme Dusche, ein schöner Mantel oder mal einen netten Glühwein. Da hört es für viele dann auch schon auf. Außer man hat richtig Glück und wird in die richtige Familie geboren oder man heiratet sich ein. Dann kann man auch im Schloss sitzen oder mit dem Golfkart durch die Altstadt fahren, anstatt sich zur Frühschicht zur Maloche schleppen zu müssen. Und jetzt habe ich mal eine ganz radikale Idee. Wie wäre es, wenn wir erstmal schauen, dass alle Menschen die grundlegendsten Bedürfnisse decken können? Das rentiert sich ja sogar langfristig für alle, weil dann können wir gemeinsam daran arbeiten, mit noch mehr Menschen, dass wir weitere Bedürfnisse decken können. Wie wäre es also damit, wenn wir, anstatt dass wir dafür Geld ausgeben müssen, einfach erstmal schauen, was wir alle so für Bedürfnisse haben und dann anschließend so viel produzieren und verteilen, dass diese Bedürfnisse auch wirklich gedeckt sind. Da wird dann auch relativ schnell deutlich, dass es eine ganz schön beschissene Idee ist, wenn hunderte schöne Zimmer in bester Lage leer stehen oder ein Schlosspark nur alle paar Monate mal genutzt wird. Und da würde sich ja auch unsere gute Freundin Frau Gloria von Turn und Taxis freuen. Schließlich hat sie sich im vergangenen Sommer noch darüber beschwert, dass sie sonst immer alleine im Schloss ist und ist deswegen gefreut, dass die Schlossfest wiederkommen. Also, euer Durchlaucht, Frau Turn und Taxis, verzagen Sie nicht. Wir werden uns darum kümmern, dass bald das ganze Haus wieder bewohnt ist, dass endlich gute Musik bei den dann immerwährenden Schlossspielen läuft und dass endlich der Glühwein beim gemütlichen Wintermarkt besser als je zuvor schmeckt, weil er dann genau nichts mehr kostet. Also, Genossis, weg mit dem ganzen Mist, den es nur braucht, damit wenige viel und viele nix haben. Beseitigen wir die Hürden, die uns daran hindern, dass wir in einer Welt leben, in der alle das bekommen, was sie brauchen und das geben, was sie können. Und das, lieber Herr Hell, ist, was ich persönlich meine, wenn ich Vergesellschaftung fordere. Danke. So, nachdem wir jetzt schon was so Bösartiges über unsere liebreizende Fürstin gehört haben, wollen wir hier ein paar Richtigstellungen anbringen. Und dafür habe ich euch ein paar seriöse Quellen und Zitate mitgebracht. Und ich bin mir sicher, ihr könnt noch was über unsere Durchlaucht lernen. Aber dafür fangen wir von vorne an. Nach VIP.de wurde Maria Gloria Ferdinanda Joachima Josephine Wilhelmine Huberta, Gräfin von Schönburg durch, Entschuldigung, Glauchau, 1960 in der DDR geboren. Ihr gräflicher Vater ist zu dem Zeitpunkt schon enteignet. Ups! Die Bild der Frau schreibt dazu, er muss also wie jeder Normalsterbliche Geld verdienen. Man könnte also fast sagen, sie ist ja eine von uns. Naja. Mit 20 Jahren heiratet sie dann ihren 54-jährigen Sugarfürsten Johannes von Turn und Taxis und wird damit zu seiner Prinzessin von Turn und Taxis. Bei der Hochzeit war die streng katholische Gloria schon seit ein paar Monaten schwanger. Ja, hört sich auf den ersten Blick nach Doppelmoral an, aber ich finde, das macht sie viel nahbarer. Es zeigt doch auch bloß, dass sie wie viele andere auch mit ihren eigenen Worten gerne schnackselt. Das kommt davon, wenn man nicht, Zitat Gloria,
lieber Tennis spielen geht. Das wäre doch eh viel zu bürgerlich für unsere Klassenschwester. Wir wollen hier eigentlich aber ganz woanders hin. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, habe ich so gut wie alles bis jetzt aus der Presse übernommen. Gut, es war nur VIP.de und die Bild der Frau, aber es ist doch irgendwie Presse. Und wenn die über einen schreibt, dann heißt es, dass sie mit Klicks und Interesse am Thema rechnen. Aber wieso eigentlich? Rein rechtlich gibt es schon seit über 100 Jahren keinen deutschen Adel mehr. Und böse Zungen sagen, das ist auch gut so. Die gloriareichen Zeiten, in denen vor allem Männer für die Politik geboren worden sind, sind vorbei. Und trotzdem hängt die Presse und scheinbar ein Großteil der Leserinnen dem noch nach. Keiner von uns hat Zeiten miterlebt, in denen die Lebensbedingungen von Geburt an so unterschiedlich verteilt waren. Und dafür sollten wir laut Presse wirklich dankbar sein. Stellt euch mal vor, manche lebten in Schlössern mit 500 Zimmern, die größer sind als der Buckingham Palace, und ihre ultrakonservative Verschrobenheit geht durch die Medien. Achso, warte, das ist ja die Gloria von heute. Naja, aber immerhin ist sie mit fairen Mitteln dazu gekommen, oder? Laut der Bundeszentrale für politische Bildung fristet der Adel seine ökonomische Existenz auf derselben Grundlage wie der Bürger. Und trotzdem weiß man hier ein paar Absätze weiter. Der klassische Adel bricht aus dieser Logik aus, scheut mit Würde die Arbeit und erbt. Und mindestens das Letztere macht auch die Familie Thurn und Taxis und stilisiert sich dabei als erfolgreiche Unternehmer. Das entspricht dann wirklich dem, was von der BPB indirekte Disziplinierung der adligen Lebensart durch bürgerliche Moral genannt wird. Im Gegenzug für diese Disziplinierung bekommt der Adel eine Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, in der man sich selbst und die eigene ultrakonservative Verschrobenheit präsentieren kann. Und es wird noch besser. Die Menschen lieben einen dafür, besonders wenn man sie am eigenen Leben und den Veranstaltungen teilhaben lässt. Egal ob Galas oder Weihnachtsmärkte. Hauptsache ein bisschen Nähe zu den ortseigenen Promis. Die Leserinnen freuen sich über alles, was sie zu hören bekommen. Wie ich an unzähligen Beispielen beweisen könnte, ist es komplett egal, ob es in den adeligen Ehen gut oder schlecht läuft, ob die Familien zusammenhalten oder sich spalten. Am Ende gibt es etwas zu schreiben und wenn andere auch Drama haben, dann scheint das eigene Leben nicht mehr so elend. Und als Abschluss möchte ich passend zur Weihnachtszeit und als freundlichen Gruß an unsere Fürstin und an die Bild der Frau noch das Gedicht Weihnachten von Erich Mühsam vorlesen. Nun ist das Fest der Weihnacht, das Fest, das alle glücklich macht, wo sich mit reichen Festgeschenken Mann, Weib und Greis und Kind bedenken, wo aller Hader wird vergessen beim Christbaum und beim Krapfenessen. Und groß und klein und arm und reich, an diesem Tag ist alles gleich. So steht's in vielerlei Varianten in deutschen Blättern. Alten Tanten und Wickelkindern rollt die Zähre ins Taschentuch ob dieser Meere. Papa liest der Familie vor und alle lauschen und sind Ohr. Ich sah, wie so ein Zeitungsblatt ein armer Kerl gelesen hat. Er hob es auf aus einer Pfütze, dass es ihm hinterm Zaune nütze. Danke. Regensburg, du verschlafene Perle an der Donau. Zentrum überteuerter Mieten und Kulturangebote im Hamsterrad. Quell von Korruptionsskandalen und aufsteigenden Bio-Supermarktketten. Oh, du schöne neue Baumfreiheit. Ort naiver Spielereien. Ob ein narzisstisch-bajuwarisch anmutendes Museum oder eine Kongress-Betonwüste vor den Toren des Bahnhofs. Die Fantasie des schlechten Geschmacks hat hier bisweilen Hausrecht. Regensburg, du von Staus und Baustellen ummantelte Oase. In und mit dir wird gestorben und gelebt. Ach, Regensburg, regiert und gestaltet vom fiskalpolitischen Sachzwang sowie dem zwanghaften Streben nach der Umsetzung der erstbesten Bachelorarbeit namenloser BWL-Absolventinnen. Öffne deine Augen. Mitten unter uns hofiert sie, die Fürstin, Gloria von Thurn und Taxis. Vor der Aufklärung geboren und stehen geblieben. Viel Wald und noch mehr Geld, sowie folgende Anekdoten. Gehe von uns. Episode 1. Der Katholikprälat zog im Januar 2018 von Augsburg nach Regensburg als Hausgeistlicher von St. Emmeram. Prälat Wilhelm Imkamp postulierte: Die Klimaerwärmung hat ihren Grund, dass die Pforten der Hölle so weit geöffnet sind.
Offensichtlich weht ein klimaleugnerischer Geist durch das alte Schloss. Dabei ist der Klimawandel eine der drängendsten Zukunftsfragen der Menschheit. Episode 2. Für eine Politikerin der AfD bekundete Gloria in ihrer Kolumne Sympathie. Ich jedenfalls kenne Beatrix von Storch, eine geborene Prinzessin von Oldenburg, und sie ist seriös, ehrlich und engagiert. Unter dem Motto, gemeinsam hetzt es sich leichter, gestaltet sich ein fürstliches Kaffeekränzchen mit namenhaften Rechtsaußen-Scharfmachern der völkischen und rassistischen Partei AfD umso angenehmer. Episode 3. Seminare für Rechtspopulisten und alle, die es werden wollen, suchten 2018 im fürstlichen Schloss eine neue Heimat. Dem Spiegel-Korrespondenten in den USA verriet der Initiator Bannon, US-amerikanischer Rassist und Antisemit, welcher mitunter Donald Trump zum Amt des US-Präsidenten verhalf, dass er mit der AfD und mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in Kontakt stehe. Er hat Großes vor. Er wird die rechten Europäer dazu bewegen, den Staat in ihren Ländern zu zertrümmern, heißt es in der Spiegel-Vorabmeldung des Magazins. Diese Kiste war Gloria dann aber doch zu heiß. Sie ließ es bei guten Gesprächen, einem gemeinsamen Abendessen mit dem Kardinal Müller und Bannon sowie einer weiterhin existierenden engen Verbindung mit besagtem Faschisten. Episode 4. Das Bündnis Demo für alle, das von Hedwig von Beverford koordiniert wird, kritisiert die schulische Frühsexualisierung von Kindern und die sogenannte Homo-Ehe. Hedwig von Beverford fabulierte auf der Demo: Wir zeigen Flagge für das Grundrecht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder. Wir wollen, dass die Sexualpädagogik der Vielfalt und ihre schamverletzenden Methoden wieder aus den Schulen und Kitas verschwinden. An der Kundgebung nahm neben der fronttransparent tragenden Gloria von Thurn und Taxis der AfD-Landtagskandidat Benjamin Nolte teil. Dieser kritisierte, dass bereits Fünfjährige im Kindergarten und der Grundschule mit Themen wie Analsex und Darkrooms konfrontiert werden würden. Wer kennt's nicht? Nachwort. Wir vermuten, dass du, liebe Gloria, durch all deine Missetaten und menschenverachtende Propaganda eines Tages in der Hölle schmoren wirst. Dies ist ein Privileg, welches nur überzeugte KatholikInnen, wie du eine zu sein scheinst, genießen dürfen. Wir allerdings werden dafür sorgen, dass die Versuche von dir und deinesgleichen, die Vorhölle auf Erden zu platzieren, auf massiven Widerstand stoßen werden. Für uns bist du nur ein vergängliches Symbol. Du stehst für all die Irrwege und Menschenverachtung, die rechte Kräfte derzeit in diesen Landen zu verwirklichen versuchen. Wir, die für Freiheit, Geist und Kreativität, für Solidarität und progressives Miteinander geboren wurden, sind der Sand in deinem morbiden Getriebe. Tanzen wir den Widerstand, tanzen wir den Reaktionären dieser Welt auf der Nase rum. Nehmen wir uns die Stadt zurück und das Schloss und bauen gemeinsam Stück für Stück eine solidarische und lebenswerte Zukunft auf, in welcher der Mensch sein Gegenüber nicht länger als Kompensationsmoment seiner biografisch implementierten Verzweiflung missbrauchen muss, um sich besser zu fühlen. Kommen wir aus diesem Grund jedes Jahr wieder zusammen. Donnern wir unsere Botschaften, Reden, Bässe und unseren Glühwein und die Plätzchen durch die Gassen dieser Stadt. Viel Konsum für nichts, viel Tanz um alles. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Adel vergiftet. Ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Fest- oder Weihnachtsmarktgäste. Ich bin hier für die Gruppe Bürgerinnenasyl Regensburg. Bürgerinnenasyl Regensburg hat sich vor 5 Jahren gegründet und ist seit 2019 aktiv. Was machen wir? Wir versuchen, Menschen, geflüchtete Menschen, die eigentlich abgeschoben oder weggeschickt oder deportiert werden sollen, im letzten Moment sozusagen, bevor sie uns verlassen müssen, zu versorgen und unterzubringen. Dafür haben wir ein Soli-Zimmer
das für die Notfälle zur Verfügung steht. Und es ist uns gelungen, in den letzten 4 Jahren eine Reihe von Geflüchteten tatsächlich vor der Abschiebung zu bewahren und sie nach unserem Grundsatz, kein Mensch ist illegal, in Regensburg bzw. in Deutschland zurückzubehalten. Wir haben diesen Grundsatz, kein Mensch ist illegal, so verstanden, dass wenn Gesetze gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte verstoßen, wir aufgefordert sind, die Menschenrechte siegen zu lassen. Es gibt keinen Grund, gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte zu verstoßen, obwohl dies seit vielen Jahren bzw. vielen Jahrzehnten üblich ist. Wir haben zurzeit erlebt oder wir erleben zurzeit, dass Nationalismus, Militarismus, Rassismus und Krieg zurückgekehrt sind nach Europa, nach Deutschland, in der ganzen Welt. Und man fragt sich, warum ist das so gekommen? Und ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Tatsache, dass wir mit einem Demokratiebegriff konfrontiert werden. Ich muss gerade mal schauen, ich habe mir das aufgeschrieben, wie dieser Demokratiebegriff aussieht. Also die Demokratie des Westens und Deutschland ist eine besitzbürgerliche Demokratie, in der die Mehrheit, die Interessen der Mehrheit, die Interessen der Mittelschicht die Politik bestimmen. Das heißt, Menschen, die kein oder zu wenig Interesse an Besitz und Konsum haben, oder Menschen, die nicht produktiv sind, zum Beispiel Kinder, Alte, Behinderte, Flüchtlinge, werden im politischen Prozess nur dann berücksichtigt, wenn ihre existenziellen Grundbedürfnisse sich in profitable Geschäfte umwandeln lassen. Die Interessen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung sind geprägt durch Konsum und Unterhaltungslust, durch schieren Egoismus, Geiz und einen wirklich unfassbaren Stolz auf deutsche Abstammung und Herkunft. Eine Demokratie dieser Ausprägung ist wirklich das Letzte, was eine globale menschliche Gesellschaft gebrauchen kann. Eine richtige, eine fortschrittliche und supranationale Demokratie lässt sich nur mit fortschrittlichen, aufgeklärten und global denkenden Menschen gestalten. Bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Und die deutsche Elite in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sorgt dafür, dass der Weg immer länger wird. Trotzdem, wir sollten den Mut nicht verlieren, denn es gibt Unterstützung.
Unterstützung speziell für Bürgerinnenasyl durch dieses große übernationale Konzept der Sanctuary City, das zum Beispiel der Philosoph Daniel Loik so beschreibt, ich zitiere: Die Politik ist ein Ansatzpunkt, die Politik von Sanctuary Cities ist ein Ansatzpunkt. Wir wollen Zufluchtsorte sein. Sanctuary Cities sind ein Ansatz, soziale Infrastruktur nicht mehr an den Rechtsstatus zu knüpfen, konkret etwa medizinische Grundversorgung oder Internet. Beides sollte man als Gemeingüter begreifen, die allen zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wer sie sind und woher sie kommen. Kostenloses WLAN könnte eine Stadt einfach und kostengünstig umsetzen und würde damit ein zentrales Grundbedürfnis vieler Geflüchteter, die sich in der Stadt aufhalten, aufgreifen. Gleiches gilt für die Gesundheitsversorgung, erhältlich ohne Pass oder Versicherungskarte. Für solche lokalen Lösungen müssen dann eben auch auf nationaler Ebene die Voraussetzungen geschaffen werden. Ich sehe, sagt Daniel Loik, unsere Aufgabe darin, alle staatlichen Ausschlussmechanismen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, ob in Form von Frontex oder Deportation, alle Formen der Dehumanisierung und Degradierung, wie in den Lagern, überall zurückzudrängen, wo auch immer wir können. Ich freue mich, dass hier so viele Gruppen sich bereit gefunden haben, dieses Ziel mit uns zusammen zu verfolgen. Und ich denke, auch wenn wir eine Minderheit sind, wir werden Erfolg haben, weil es ist nicht auszuschließen, dass die herrschende Politik, die eine kapitalistische Politik ist, an ihren eigenen Widersprüchen scheitern wird. Und dann wird es eine fortschrittliche und moderne und zukunftsträchtige Gesellschaft geben. Danke euch. Anstatt die Klimakrise und die soziale Ungerechtigkeit auf einen Streich zu bekämpfen und sich endlich von fossilen Energien unabhängig zu machen, hat die Bundesregierung beschlossen, Fracking-Terminals zu bauen und Gas zu importieren. Die Ampelregierung baut neue Flüssiggas-Terminals im Rekordtempo, um fossiles Gas aus anderen Ländern zu importieren. Aber um eine Windkraftanlage zu genehmigen, braucht es kistenweise Papierkram und 11 Jahre Bearbeitungszeit. Ich glaube, es hackt. Das Gas, das für diese Terminals bestimmt ist, kommt aus Diktaturen oder es wird im globalen Süden durch Fracking gewonnen. Diese extrem umweltschädliche Methode zerstört ganze Ökosysteme. Giftige Chemikalien kommen ins Grundwasser und machen es ungenießbar. Menschen verlieren deswegen ihre komplette Existenz. UmweltschützerInnen aus indigenen Gemeinschaften, die sich dieser Zerstörung in den Weg stellen, werden verfolgt und ermordet. Ihr Land wird zur Maximierung vom Profit der fossilen Konzerne vergiftet und verwertet. Ist das gerechtfertigt, anderen Menschen ihr Wasser ungenießbar zu machen, nur damit einige Konzernechefs aus dem globalen Norden damit unfassbar viel Geld verdienen? Fossile Energie ist immer neokolonial und LNG ist dabei keine Ausnahme. Wir rasen bereits jetzt auf eine mindestens 2,4 Grad Welt zu. Dabei würden bereits 1,5 Grad bedeuten, Hitzewellen, Hunderttausende Toten, Überflutungen und Ernteausfälle, Nahrungsmittelknappheit und Verteuerung. 1,5 Grad ist bereits ein richtig schäbiger Kompromiss und es ist schlimm genug, dass wir es so weit haben kommen lassen. Noch drastischer darf es nicht werden. Und an diesem Punkt müssen wir über Privilegien reden.
Denn welche Privilegien wir haben, das verändert unseren Blick auf 1,5 Grad. Privileg oder Macht bedeutet, Möglichkeiten zu haben. Ich bin weiß, deshalb habe ich die Möglichkeit, Racial Profiling durch die Cops zu entgehen. Was nicht heißt, dass ich nicht Probleme mit ihnen bekommen würde, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und zumindest erfolgt es nicht entlang von rassistischen Machtstrukturen. Ich habe einen europäischen Pass, deshalb kann ich in fast jedes Land der Erde einfach so reisen. Den meisten Menschen auf der Welt ist das jederzeit unmöglich, dank einem den Erdball umspannenden Machtsystem aus Grenzen. Selbst wenn es auch hier in Europa bald richtig ungemütlich wird, wenn uns Hitzewellen und Überschwemmungen in ungeahntem Ausmaß treffen, dann können wir uns dank unserer Privilegien, zum Beispiel einem Pass oder Geld, immer noch Klimaanlagen leisten, Wasseraufbereitung bezahlen oder einfach umziehen in eine angenehmere Gegend. Weltweit am stärksten betrifft die Klimakatastrophe hingegen Menschen, die ohnehin benachteiligt sind. Frauen und Queers oder Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden. Geflüchtete, arme Menschen, Menschen in Gefängnissen, von Rassismus Betroffene und andere Gruppen, die in den aktuellen Machtstrukturen ausgegrenzt, unterdrückt und benachteiligt werden. Vor allem alle Menschen, die ausgebeutet werden in neokolonialen Strukturen. Menschen, die eben nicht einfach ihre 7 Sachen packen und in ein Flugzeug nach Europa steigen können, weil sie kein Visum bekommen. Weil sie dieses Privileg eines europäischen Passes eben nicht haben. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Wie die Ausbeutung und Zerstörung der Fracking-Industrie indigene Communities besonders betrifft, habe ich schon erwähnt. Oder bei Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise wesentlich häufiger werden, sind benachteiligte Menschen besonders gefährdet. Wenn das Trinkwasser knapp wird, bedeutet das für diejenigen, die für Kinderpflege, Kochen und Haushalt zuständig gemacht werden, mehr Aufwand und mehr Probleme. Und das sind häufig Frauen und Mädchen. Frühwarnsysteme bei Überflutung funktionieren oft über SMS und stehen somit nur denen zur Verfügung, die lesen können. Also denen, die zur Schule gehen können, was statistisch gesehen häufiger männlich sozialisierte Menschen sind. Auf der Flucht sind marginalisierte Menschen, zum Beispiel queere oder behinderte Menschen, besonders von Gewalt betroffen. Aber auch im globalen Norden gibt es zahlreiche Beispiele. Wer nach einem Hurricane wie Katrina sein Haus verliert und keine Versicherung hat, also zum Beispiel arme Menschen, steht vor dem kompletten finanziellen Ruin. Reiche hingegen haben natürlich nicht nur eine Versicherung, die ihnen den Schaden bezahlt, sondern auch ein paar weitere Häuser in einem anderen Stadtteil oder in einem anderen Land. Die Klimakatastrophe betrifft uns am Ende alle. Aber sitzen wir deshalb im gleichen Boot? Naja, ich sag mal so, manche halt haben halt eine Privatjacht und andere werden von Frontex vom Schlauchboot gestoßen. Wir hier im reichen Europa verschließen unsere Tore vor denen, die ihr Zuhause und alles zurücklassen mussten, weil sie vor Krieg, Hunger und Verfolgung fliehen. Europa lässt wissentlich und willentlich Menschen im Mittelmeer ertrinken. Bereits jetzt fordert das weltweite System aus Grenzen, zehntausende Menschen leben jedes Jahr. Wenn infolge der Klimakatastrophe ganze Landstriche unbewohnbar werden, steigt die Zahl derer, die ihr Zuhause verlieren und fliehen müssen. Wenn wir eine gerechtere Welt wollen, dann müssen wir sie erstreiten. Sie wird nicht vom Himmel fallen. Dafür müssen bestehende Machtstrukturen verändert werden. Um unsere Lebensgrundlage zu retten, können wir nicht dieselben Werkzeuge verwenden, die uns in diese verzwickte Lage gebracht haben. Ein Weiter-so unter etwas anderen Vorzeichen wird uns nicht retten. Wir brauchen eine radikale Kehrtwende. Nicht nur Energiewende, Wärmewende, Mobilitätswende, sondern eine grundlegende Demokratisierung. Die Ausbeutung des globalen Südens durch Konzerne und Staaten des Nordens muss ein Ende haben. Lasst uns die vielfältigen Mechanismen der Unterdrückung wie Rassismus, Ableismus, Ageismus, Klassismus und das Patriarchat überwinden und zu einer gerechteren Gesellschaft werden. Es geht um alles. Es geht um unser Überleben, um Gerechtigkeit und das gute Leben für alle. Es kann nicht angehen, dass Menschen Wohnungen suchen und da steht ein Schloss leer, in dem eine einzige Person wohnt. Das Schloss ist größer als der Buckingham Palace. Und es steht einfach leer. Können wir uns das leisten? Nein. Deshalb sagen wir System Change, not Climate Change. Wir stehen ein für eine bessere Welt. Eine Welt, in der für alle genug zu essen da ist und genug Wohnraum. Eine Welt, in der kein einziger Mensch mehr aus deren Heimat vertrieben wird. Nur weil fossile Energiekonzerne das wollen. Eine Welt, in der nicht von Geburt an feststeht, welche Chancen du im Leben haben wirst. Eine Welt, in der kein Kind mehr in Armut aufwachsen muss, während andere mit fossilen Verbrechen immer reicher werden. Eine Welt, in der kein Wohnhaus mehr abgerissen wird für einen Braunkohletagebau. Eine Welt, in der alle Menschen frei reisen können, egal wo sie herkommen. Eine Welt, in der das Leben respektiert wird. Eine andere Welt ist möglich. Dankeschön. Woo!